Hallo und herzlich. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Die Siedler 4. Bei meinem aktuellen Angriff auf den Grünen. Der andere lässt uns noch Gott sei Dank in Ruhe. Letztes Mal hat er schon angegriffen gehabt. Aber vielleicht habe ich jetzt zu eine große Verteidigung, dass er mich nicht angreifen will. Weil ich habe eigentlich immer noch so viele, fast so viele Soldaten wie er, aber meine sind in den Türmen, ne? So, und jetzt aber kommt der nur noch 9 Soldaten. Den zerstöre ich jetzt. Komm. Dum, 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 da, 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 da. Weitergehen. Nicht stehen bleiben. Wo ist der scheiß Turm? Da, 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 da. Ich bin vorbeigelaufen. Nein. Ich bin vorbeigelaufen. Nee. Angriff. Wo ist mein Priester? Da. Nimm ihn. Ich brauche den blöden Priester. Geh weg. Hier hinter. Ganz schön starker drin. Guter Standort für eine Eisenmine. Yay! Das brauche ich jetzt. Komm schon. Jawoll, er gehört mir. Perfekt. Gleich zum nächsten Turm, weil der so alleine steht. Aber ich glaube, das waren die Türme, wo ich letztens gescheitert bin, oder? Oh, da ist schon der Blaue. Oh, 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 oh. Gottes Willen. Hallo. Was ist? Jetzt. Mal irgendwie gerade. Kaputt. Denk nicht mal dran. Weiß ich, geht's alle mal zurück. Das schaffen die schon. Bitte nicht angreifen. Alle zurück. Ich mag den Blauen jetzt nicht angreifen. Geht's mal alle schön hierher. Den Turm lasse ich da mal stehen. Bäm, 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 bäm. Grün ist vernichtet. Bäm. Grüne ist Geschichte. So. Kann ich da jetzt eigentlich mal einen blöden Turm hinbauen? Immer noch nicht da. Immer noch nicht, ey. Sag mal. Das ist schon fast nervig, ne? Oh, die ganzen Materialien kann ich alles so gut gebrauchen. Sie werden angegriffen. Alles klar, okay. Ja gut, das kann er haben. Das ist nicht so tragisch. Dann reiße ich die Kacke ab. Hier. Das hat ihn anscheinend ganz schön gejuckt, dass der da... Ja komm. Gehst du auch weg. Dann soll er das Land haben. Ist nicht so schlimm. Die ganzen Materialien, die will eigentlich ich haben. Und bei ihm habe ich eigentlich jetzt ein bisschen gehofft, dass er mich angreift, weil ich habe jetzt so eine fette Verteidigung. Spieler wurde besiegt. Ja, ist okay. Kann er haben. Das ist nicht so tragisch. Ich gehe mal wieder zurück. Hierher.
mit meinen Soldaten. Damit sie im Notfall auch noch gut verteidigen können, weil jetzt bin ich eigentlich unantastbar. Ja, schau dir das an. Keine Chance. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt keine Leute mehr. 33, die nichts tun, aber wenn ich jetzt diese Gebäude baue, hier überall, habe ich so Unmengen, aber dafür brauche ich erstmal mehr Pioniere und die werde ich mir jetzt mal produzieren. Pioniere. 5 Stück. Ja, geh mal dahin. Dum, dum, da, 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 dum, dum. Also der ist schon mal weg vom Fenster. Ihr zwei könnt da schon mal helfen. Du hast keine Schaufeln? Hä, da liegen doch Schaufeln. Ich bin doch nicht blöd. Da liegt doch eine blöde Schaufel. Also veräppeln kann er mich auch nicht. Ah, da brauchst du halt eine Schaufel. Machst halt mal 5 Schaufeln. Oh, Essen ist ganz schön wenig geworden. Hm. Weißt du was? Nützliche Güter. Was? Ein Wunder in Gewässern und in Zauberpunkt wimmelt es nur so von Fischen. Ach Gott, das hätte ich machen können. Egal. Aufzufrischen. Ach, machen wir das jetzt mal so, so. Ja, genau, jetzt geht's wieder nicht. Toll. Brauche ich nicht. Habe ich genug. Mann. Was für eine Kacke. Soldaten, bitte einmal wieder hierher. Kann ich da jetzt eigentlich mal einen Turm reinstellen? Immer noch nicht. Das ist dein Scheiß Ernst. Da passt doch sicher ein Turm rein. Was ist das denn? Wie schaut es eigentlich mal mit meinen Pionieren aus? Oh, genau. So. Du nicht da unten, hier oben. Och Gottchen, oh Gottchen, oh Gottchen. So, jetzt kann man eigentlich nichts anders machen, außer abwarten, bis die da verbunden sind und dann anfangen hier zu bauen. Gut, ich weiß, ich hätte oben noch ein bisschen Platz. Kann ich da Häuser hinbauen? Oh ja, ich könnte sogar. Ein Haus könnte ich da hinklatschen. Habe ich noch Stein? Baue ich irgendwo Stein ab, außer in einer Steinmine? Habe ich hier noch einen Stein mit? Ja, dann baue ich hier auch noch einen Stein mit hin. Was soll? Was soll der Geiz?
Aber wenn der hier, kann ich hier vielleicht noch einen Turm hinklatschen. Ja, Kohle, obwohl Kohle habe ich relativ. Aber die, das liegt daran, weil die kein Brot haben, glaube ich. Ich glaube, ich sollte noch mal eine Brotmacherei hier irgendwo. Das würde ich ja gerne hier machen, aber. Immer noch nicht. Echt schlimm. Kann ich den eigentlich fast wegreißen, ne? So, weggerissen. Also wenn das jetzt nicht schnell geht, dann weiß ich auch nicht weiter. Also wenn ich angreife, kann ich ja die ganzen Soldaten, die jetzt in den Häusern, also in den Türmen und Burgen sind, kann ich eigentlich alle rausholen. Wenn ich angreifen würde. Aber eigentlich wäre es mal cool, wenn er mich jetzt angreift. Jetzt habe ich so eine Verteidigung, jetzt würde ich mich echt mal freuen, wenn er angreift. Der soll mal Schwerter herstellen. Wenn das da zusammenkommt, dann kann ich eventuell endlich mal hier dort anfangen zu bauen. Das erste, was ich da baue, ist dann ein Wohnhaus. Aus dem einfachen Grund, weil ich dann die Leute habe, die dort arbeiten. Ja, doch hier eigentlich, weil vielleicht, wenn ich dort einen Turm hinsetze, geht es wupp hierher und dann wäre ich hier näher gewesen, aber gut. Ist der Turm oben schon gebaut? Der Wohnhaus? Achso, der Stein mit schon, aber der Turm, der Wohnhaus noch nicht, krass, dass ich hier einfach nichts hinsetzen kann. Du warst lächerlich. Die bauen eh, die machen eh schon Hochtouren hier. Oh, die ganzen Materialien. Oh. Eigentlich ist auch irgendwo Werkzeug. Das wäre mega nice. Hey, lol, da steht noch ein Soldat von mir. Okay. Das Ding ist, ich benötige da Werkzeug. Da ich das sowieso eigentlich nicht, also ich muss da und dann. Nicht mal ein blödes Lager bauen. Da kann ich ein Lager bauen. Ja gut, brauche ich nicht. Da ist noch ein Priester. Oh, das könnte ich eigentlich mal da drüben machen, weil. Genau, dann bleib mal hier. Bleib mal hier.
Das kann ich später nochmal hier machen und dann habe ich hier eventuell ein bisschen Werkzeug, was er sich schnappen können. Ah, da liegt Werkzeug. Äxte liegen da. Da liegen bestimmt auch ein paar Hämmer, oder? Irgendwo. Mach mal lieber da, ihr zwei. Oh, wobei. Du kannst da weitermachen. Das kann ich eigentlich auch abreißen. Braucht kein Mensch. Wenn das eh nicht geht. Bald, 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 bald. So. Wie viel hatten der Soldaten her? Es wird nicht mehr. Gott sei Dank. Ich verstehe nicht, warum bei mir jetzt nicht so richtig mehr wird. Das nervt fast. Level 2 kann auch Türme besetzen. Level 3 kann auch Türme besetzen? Ah ja, klar. Ich habe die alle hier reingetan. Okay. Habe ich eigentlich jetzt da oben? Ist das Haus fertig? Ja, das Haus ist fertig. Nice. Eisen. So viel Eisen. Oh, bald sind die da. Was machst du da hinten? Du da. Ach, immer noch nicht. Okay. Tu mal ein bisschen Mana, brauche ich. 6 Mana. Wie viel brauche ich? 19? What? Ganz schön teuer. Holy moly. Also auf den Angriff bin ich echt gut vorbereitet. Kohle habe ich keine mehr. Ich habe nirgendwo Kohle mehr. Weil ich Brot brauche und Brot kann ich nur produzieren, wenn ich habe eh schon 2 Brotfarmen. Sollte ich nicht lieber nach da oben ausbreiten? Mal gucken, was das bringt. Kommt schon. Fast. Nice. Spannt mich nicht so auf die Folter. Geht's doch hoch. Komm, zu 6 schafft ihr das. Mhm.
Aber so viel zu meiner Theorie, ne, dass der immer angreift, wenn ich den angreife. Jetzt habe ich einmal so eine fette Verteidigung gebaut und der greift nicht an. Ist krass. Weil gemerkt hat wahrscheinlich, dass ich stärker bin als er. Auch in der Verteidigung, ja. Ich hatte ja noch, ich habe ja da relativ viel verloren. Das ist so, ist ja nicht, ne? Ich habe meinen kompletten Goldenen verloren und so. Gut, ich habe hier schon noch viele, aber wenn du überlegst, es sind jetzt vielleicht 100, ein bisschen über 100, und wenn du über 60, ich habe jetzt noch 371, das heißt 200, fast 200 meiner Soldaten sind in den Türmen drin. Oh, ich habe, jawoll! Da kann ich da gleich mal ein Haus bauen. Erstmal ein Haus bauen. So. Oh, er hat sich ausgebreitet. Er hat sich ausgebreitet. Ist jetzt nicht so geil. Ja, das wird dauern, bis das da mal geschieht. Träger sollte reichen, oder? Kann ja dann nochmal 5 dazuhauen. Oder 10. Davon nochmal 5, da nochmal 5. Ja, ich muss es ein bisschen schneller sein wie er, damit er die ganzen Materialien hier nicht kriegt. Es wären schon geile Materialien für mich. Aber aktuell kann ich ihn nicht angreifen, weil wenn ich ihn angreife, verliere ich. Da muss ich eigentlich echt hoffen, dass er mich mal angreift. Die Bauarbeiter. Kann ich da jetzt endlich mal einen scheiß Turm hinbauen? Oh, ich kann da einen Turm hinbauen. Aber nur einen kleinen, oder? Ja. So. Das Schneegewölbe wird geschmolzen, dadurch passierbar Lava. So. Da kann aber auch nicht rüber gehen, oder? Kann der da jetzt drüber gehen?
okay. Ist aber okay, glaube ich. Kann man so akzeptieren. Ja, ich schicke schon ein paar Krieger hoch. So. Was blinkt denn da so raus? Was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen. Verrückt. Könnte ich da eventuell jetzt einmal... Ich könnte da noch mal Brot herstellen. Das machen wir gleich, komm. Aber wie ging das? Ich brauche Getreide, dann eine Mühle und dann ein Bäcker. Und was brauche ich auch noch? So, Getreide... Eine Mühle. Und einen Bäcker. Hier muss ich noch irgendwo ein Wasserteilchen hinbauen. Irgendwie ganz blöd. Shit. Habe ich nicht. Kein Platz dafür. Naja, die bringen das Wasser schon hoch. Dann kann ich ja dann noch ein Lager hinbauen. So. Hier für Wasser. Warum laufen die jetzt mit den Schaufeln zurück? Das ist doch grad, das kostet immer mehr, umso öfter man das macht. Was? Okay, krass. Das ist mir neu. Ey, der breitet sich hier ganz schön aus, ne? Das gefällt mir gar nicht. Gefällt mir nicht. Überlegen, ob ich schnell seinen... die Kacke da schnell einnehme. Ah, ich speichere da vorher schnell. Und zwar auf Con 1 speichern. Und dann schaue ich mal, dass ich die zurückhole. Dieses Land, weil das war schon großes, schönes Land, was ich irgendwie gern gehabt hätte. Weil wenn der da jetzt noch ein Turm ist, jetzt gehört ihnen das auch alles. Das ist dann schon viel. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. So. Dass der da nicht auf die Idee kommt, ist auch noch hier. Mit dieses Land will ich eigentlich schon zurückkommen. Das sehe ich nicht ein. Ich erober den und der gönnt sich das Land. Ich glaube jetzt nicht, dass er da so fette Türme hingestellt hat. Wahrscheinlich nur welche kleine, um schnell...
Ach, jetzt kommt die da, die bauen da schon. Warten, bis alle da sind und dann. Holz habe ich ja genug. Ja, Holz habe ich so genug. Vielleicht kann ich ihn noch so krass schwächen. Das wäre nice, wenn ich ihn so weit schwächen könnte. Aber wie gesagt, das sehen wir in der nächsten Folge. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.